Ja, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal auch von mir herzlich willkommen. Heute mal in einer etwas anderen Runde, Thema rechtliche Aspekte des blauen Wachstums. Dazu erst einmal ein paar Worte der Einführung. Herr Professor Ritznow hatte ja schon freundlicherweise darauf hingewiesen, dass wir uns heute hier zusammenfinden im Rahmen des Europäischen Tags der Meere. In der Tat, die Hauptveranstaltung hat am Montag und Dienstag in Valletta auf Malta stattgefunden. Und in ganz Europa finden in dieser Woche nationale Veranstaltungen aus den Themenbereichen des Europäischen Tags der Meere statt. Dieser ist tatsächlich das wichtigste maritime Ereignis in Europa und führt jährlich eben über 1000 Entscheider, Vertreter aus den maritimen Bereichen zusammen. Und Sie sehen schon, es gibt auch eine gewisse Tradition schon dieser Veranstaltung. Seit 2009 haben namhafte Städte mit Seebezug innerhalb der Europäischen Union bereits diesen Tag ausgerichtet. Und sicherlich für uns als Vertreter des Landes Bremen, das heißt der Städte Bremen und Bremerhaven, freut es natürlich besonders, dass 2014, also dass der Europäische Tag der Meere im nächsten Jahr halt eben in Bremen stattfinden wird. Und ich hoffe, dass wir auch im nächsten Jahr neben der Veranstaltung, so wie wir das jetzt in diesem Jahr machen, dann natürlich auch im nächsten Jahr entsprechend vertreten sein werden. Wo sollte es auch anders sein als an der Hochschule am Meer, an der Hochschule Bremerhaven. Drehen tut sich die Veranstaltung heute um das Thema blaues Wachstum. Und das blaue Wachstum ist letztendlich ein eigener Bereich innerhalb der blauen Wirtschaft, Blue Economy, so wie es die Europäische Union definiert. Und zwar ist das Teil eben der integrierten Meerespolitik, nur dass Sie zumindest eben vom Rahmen schon mal gehört haben. Die meerespolitische Agenda für Wachstum und Beschäftigung, so wie sie 2012 formuliert wurde, sieht eben unter dem Bereich blaue Wirtschaft eben blaues Wachstum. Und was unter blaues Wachstum zu verstehen ist, habe ich hier einmal aufgeführt, und zwar sind das die Schwerpunktbereiche. Die ersten drei kommen Ihnen sicherlich direkt bekannt vor. Das sind die etablierten Bereiche, die sich auch hier an der Hochschule Bremerhaven ja intensiv auch wiederfinden, sowohl im Bereich Lehre als auch in einzelnen Bereichen im Bereich Forschung und natürlich aber auch im Bereich der Wirtschaft hier am Ort. Nun kümmern wir uns allerdings nicht um die ersten drei Schwerpunktbereiche, sondern wir werden uns heute insbesondere mit den zwei letzteren Bereichen auseinandersetzen. Und zwar wollen wir uns mit dem Bereich Meeresbodenschätze und blaue Biotechnologie auseinandersetzen. Und bei den Meeresbodenschätzen hier ein kleiner Überblick, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie sich dieses auch in den nächsten Jahren aus Sicht der Europäischen Union entwickeln wird. Gegenwärtig kann man sagen, dass wir in den Jahren von 2000 bis 2010 eine deutliche Preissteigerung für nicht energetische Rohstoffe zu verzeichnen hatten und durchaus eben auch eine Gefahr der Verknappung besteht. Und dieses ist nicht nur für Europa oder eben aber auch insbesondere für den Standort Deutschland von großer Bedeutung, denn wir sind zu 100% abhängig letztendlich von Rohstoffen, die aus dem Ausland kommen. Und bisher ist es so, dass Fördertätigkeiten, wenn wir über über Meeresbodenschätze sprechen, insbesondere aus den Seegebieten innerhalb nationaler Jurisdiktionen kommen. Das heißt, wir sprechen hier insbesondere vom Festlandsockel. Aber, und das ist das, was uns heute eigentlich im Wesentlichen beschäftigen wird,
bis 2020 gehen wir davon aus, dass 5% bzw. bis 2030 10% aller weltweit genutzten Mineralien von Meeresböden kommen. Und dabei geht es insbesondere eben auch um die Fördertätigkeit in Seegebieten jenseits nationaler Jurisdiktion. Das heißt, aus dem Gebiet kommend, also dem sogenannten Tiefseeboden. Dazu aber gleich, wie gesagt, etwas mehr und Näheres. Im Bereich blaue Biotechnologie sei noch mal kurz hingewiesen, es handelt sich hierbei insbesondere um Gensequenzierungstechniken für lebende Organismen. Ich habe hier einfach mal ein paar Beispiele mit aufgeführt, die bereits kommerziell genutzt werden, die also sozusagen die industrielle Reife auch erlangt haben und die auch sich letztendlich perspektivisch weiterentwickeln werden. Das heißt, die Bereiche Arzneimittel, Kosmetik, aber auch im Bereich Biokraftstoffquellen oder eben auch in der Lebensmitteltechnologie werden sicherlich auf den Bereich blaue Biotechnologie noch stärker zurückgreifen. Die Europäische Union sieht die Entwicklung der blauen Biotechnologie in drei Stufen. Die sind hier einmal dargestellt, nur dass man einfach noch mal einen Überblick bekommt, dass es sich hierbei um eine eher langfristige und damit sicherlich auch durchaus risikoreichere Entwicklung handelt. Wie diese aussehen kann und wo letztendlich auch Unsicherheiten sind, insbesondere rechtlicher Art, das ist sozusagen Gegenstand dessen, was wir jetzt auch in der Folge präsentieren werden. Hier nochmal ein paar weiterführende Quellen, sodass Sie auch nochmal tiefer hineinschauen können in die Themen. Und nun wollen wir uns dann auch tatsächlich den Themen näher zuwenden. Vielen Dank erst einmal für diesen ersten Teil.